Welcome back, meine lieben Elefis, zu einem neuen, knackigen, knusprigen Lounge Talk, Digga. Yeah. Lounge Talk, Junge. Heute haben wir, was sehr oft gewünscht ist, ein Lounge Talk, Thema Frauen, Bold 2. Big Two Times. Big Two Times, Leute. Yes, sir. Viele haben sich das gewünscht, ein Frauentag Part 2. Und Leute, ich habe euch gesagt, wenn ihr euch Sachen wünscht, dann mache ich das auch. Deswegen schreibt uns doch eine DM, wenn ihr euch Sachen wünscht. Mein Insta, elfen.rw. Ayo, Tibo Two Times. Check it out. Yes, sir. Auf jeden Fall, Leute. Erstmal, wie geht's dir, Bruder? Blessed. Ich bin straight. Mir geht's gut. Bist du straight? Für dich nicht. Für dich nicht. Irgendwann habe ich zu weit mit dir, Bruder. Wir müssen wirklich aufhören. Die Leute denken wirklich, wir sind schwul. Irgendwas zu viel, Bro. Meinst du? Irgendwas zu viel. Meinst du? Bro. Bruder. Bruder, irgendwas zu viel. Bruder, was war das gerade? Too much, Bro. Hören wir einfach auf. Too much. Ach, du behindert weh, Bro. Mein Gott, sogar es hat richtig... Leute, meine Frauen, wie ist euer Daddy's handsome, you know, so like, nah, look, I smack hard, ja. Deswegen, Leute, das Video ist sponsored by niemandem! Wow, Bro. Eines Tages, Leute, eines Tages. Wir mal mit dem Frauentalk. Meine Frage, was ist generell, erzähl mir, non-sexual Turn-Ons von dir, Bruder. So, für euch kleinen Deutschen draußen und alle, die kein Englisch verstehen. Non-sexual Turn-On ist, okay, wenn man so etwas, ist einfach unturned, was aber nicht... Etwas, was dich crazy macht. Sinn, aber ja, aber weißt du, einfach es kann eine Geste sein oder ein, genau, Kleidungsstück, einfach sowas. Also, wenn ein Mädchen mir zeigt, dass sie mich möchte, weißt du, was ich meine? Ja. Und zum Teil ist aber auch zu viel, das sagt ganz ehrlich. Wow! Zum Teil. Du abgehobener Bastard. Nee, sagst nee, du nee. Zu viele Mädchen in Dems? Nee, gar nicht. Nee. Mabola. Auf jeden Fall, weißt du, wenn sie so. Wenn du sie möchtest, wie geht es mal, dass du sie auch möchtest? Ja. Wenn du sie nicht möchtest und sie so zu viel zeigt, ist nicht cool. Ja. Aber wenn du sie möchtest und sie zu viel zeigt, dann ist das feier ich behindert. Weißt du, was mich antört in diesen Situationen? Was? Wenn ich weiß, sie will mich. Aber sie tut so, als ob ich sie nicht interessiere, aber Bruder, da mach, weißt du, diesen come over, weißt du, come over. Und dann, Bruder, ist es mein, weißt du, das ist schon hart. Oder Bruder, etwas, was jeder Typ zustimmen mag, was einfach so ist, Bruder, Augenkontakt. Aber behindert. Augenkontakt, Bruder. Ich hab keine Ahnung, was gerade mit dem, zum Teil wackelt die Wir Kamera. Wir waren doch bei non-sexual Turn-Ons, Bruder. Genau, non-sexual Turn-Ons. Auf jeden Fall. Also, genau, Augenkontakt haben wir gesagt. Augenkontakt, krank. Auf jeden Fall. Was mich auch voll unturned im non-sexual Sinn ist Kommunikation. Ja, Digga, wenn es eine Frau... Nee, so. Hallo, hi. Oh. Krank. Hallo, hi. Oh. Nee, aber weißt du, wenn so eine Frau so auch sagt, dass es dich will auf eine Art. Wenn sie auch mit dir reden, wenn du auch mit dir sprechen kannst, was ich meine? Ja. Wenn du so bist, so, wenn sie sagt, so, nee, das passt mir nicht an dir und so. Und so, nee. Ja, doch, aber das ist eher Beziehung. Nee, aber das kannst du auch vorher so sagen, weißt du, wenn ich dich so nicht gut kenne und sie sagt so, hör auf mit dem und dem, das ist nicht gut für dich, weißt du. Eine kleine Mommy-Type-Shit. You get what I'm saying? Nein, like, aber ich glaube, die Leute haben mich falsch verstanden. Ich mag's nicht, wenn ihr passiv seid. Yeah. Ihr müsst schon, weißt du, ich mag das, wenn du so Aufmerksamkeit und so sagst, aber weißt du, du machst so frech, weißt du, ich kann nicht sagen, Bruder, entweder stimmt oder stimmt nicht. Wir sagen Thema Frauen, wir machen hier halbe Porno. Was hast du so, was gibt dir heutzutage so all diese möglichen Styles bei Frauen und so? Yeah. Was für ein Style tönt dran, außer Emo. Emo? What the fuck? Das war nicht gescriptet. Alle. Wow. Emo. Same. Bruder, ich mag das. Ritzi, toti. Was ich meine, ich liebe das. Vor allem, ich finde das geil, wenn die so hier so diese Hand, diese Handschuhe haben. Er lacht dann nicht einmal, wenn er das sagt. Ich meine das ernst. Nee, sag real talk. Bruder, Bruder, guck, mein Type. Touchy. Und das kommt jetzt auch zum Style. Warum? Ich mag es, wenn Frauen eng gekleidet sind, Bruder. Ich finde, es muss nicht,
Aber weißt du, was ich geil finde? Wenn sie auch so baggy Trainerhosen trägt, aber nicht solche, weißt du, diese Lacoste, Bruder, diese Lacoste-Style, geh weg. Ist nicht mein, ich will das nicht. Bruder, Lacoste, diese Fußball-Shirt, geh weg. Bruder, ich brauche eine, die sieht gut neben mir aus, mit gutem Style und so. Bruder, Jordan-Female, weißt du, ich meine? So auch mit so einmal breit, aber Bruder, du kannst von, weißt du, so mit Top, ich kann nicht sagen, Bruder, aber... Yeah. Ja, du weißt, was ich meine, oder? 100%. Ich liebe es. Voll Weakness von mir. Cargos und Top. Ja, das ist geil, Bruder. Das ist gutes krank. Shoe-Game. Cargos, Top. Ja. Bauchnabel-Piercing. Damn. Bruder, Bauchnabel-Piercing. Damn. Big, big W. Das W. Das ist W, fam. W, fam. Alright. Yes, sir. Big W. Leute, macht euch ein Bauchnabel-Piercing. Alle Frauen, Männer, ich würde das nicht empfehlen. Macht das nicht, Männer. Aber an eine Frau, macht das. Ich kann euch sagen, ihr werdet 2% attraktiver. Automatisch. Ist gar keine Frage. Einfach. Du kannst hässlich sein und Bauchnabel-Piercing machen, du bist weniger. Letzte Woche, wir haben einen Podcast gemacht über Mobbing. Ich weiß nicht, wann da rauskommt, aber das so. Ich hab das rausgeschnitten. Like, let me hit, fam. You feel me? Type shit. Type shit. Aber weißt du, was das wirklich das Wichtigste ist? Was mich wirklich am meisten so, das macht mich glücklich, aber das fällt mich auch an. Schönes Gesicht. Für mich. Bei mir, oder, ist Körper kannst, gar keine Rolle. Ich sag auch ganz ehrlich, Körper gar keine oder Rolle. Oder du kannst aussehen wie Kim Kardashian. Hast du Gesicht wie eine Sujuk mit Ei, Bruder? Sujuk, Amman, oder Sujuk? Geh weg, Bruder. Ist mir egal. Wenn du hässlich bist im Gesicht, du bist hässlich. Bruder, wenn du ohne... Ich rede nicht von Frauen, die schön sind mit Schminke. Ja. Ich rede von, wenn du mit Schminke schön bist, aber auch ungeschminkt, wenn dann du bist du beides kannst, weißt du, ich meine... Eben, oh, wenn du beides kannst. Okay, Elfen, das letzte Mal, so, ich habe die Aussage gebracht, Frauen, die in den Club gehen, sind nach Wifey, oder? Ja. Ich möchte jetzt noch die Meinung von dir hören, was ich meine. Ob Wifey ist? Was ist für dich Wifey? Was sagst du so, damn, die ist Wifey? Bruder, ich habe schon wenig Shitstorm bekommen für meine Aussagen, ich sag dir ehrlich. Auch. Bruder, ich hab, was geht ab bei euch? Also, wollt ihr einen Backpfeife? Guck. Für mich so, ich kann nicht sagen, du bist nicht wifey, wenn du in den Club gehst, weißt du, was ich meine? Wenn aber deine Attention ist, mit Typen rumzumachen oder Aufmerksamkeit von Typen zu bekommen, dann bist du nicht wifey. Aber wenn du gehen willst, weil du Spaß haben willst zur Musik, du gerne tanzt, du mit deinen Kolleginnen und deinen Kollegen Spaß haben willst, geh. Weißt du, was ich meine? Wenn ich dir vertrauen kann, geh. Sollst du machen. Ich vertraue keinem Mädchen, das ist mein Problem. Keine Ahnung, ich habe noch nie eine geliebt, deswegen DTB weiß ich nicht. Ja, DTB voll, haha. Aber Bruder, das kommt immer drauf an, was wir für ein Verhältnis haben. Aber wenn ich eine Beziehung habe, will ich schon, dass wir ein Verhältnis haben, wo ich 100% vertrauen kann, Bruder. Sie kann auch Kollegen haben. Bruder, weiß ich will dir einfach vertrauen. Weil sie, im Endeffekt ist sie mir, weißt du, ich meine? For fact. Also, was magst du? So drei Charaktereigenschaften, dass du einen magst. Also. Drei Begriffe, die einen Person Wifey ausmacht. Big, süß, frech, touchy. Damn, ist klar. Das war krank, sag ehrlich, das war krank. Das war krank. Bei mir ist so, I like my female a little bit crazy. Hä? Wenn ich so ein bisschen so, weißt du, sie sind so crazy einfach, type shit. Ja. Das fühle ich touchy auf jeden Fall. Ja. That's cute. Ganz cute. Und wenn sie auch so süß sind, weißt du, cute, ja. Einfach so. Ach so, dass sie so eine Engelseite haben, aber auch so. Eben, bin ich frech. Bin ich frech, was ich meine, das ist schon geil. Eben, schon, aber auch so ein bisschen Psycho, das mag ich auch bei Mädchen, wenn sie ein bisschen Psycho sind. Oder soll sie Satan auf dich fetzen oder was? Ja, weißt du, immer so. Die Fette, wenn so sagt, so, nein, danach. Schneid das raus. Bruder, der wird gerne gechoked. Choke me, Mommy. Nicht nochmal, jetzt reicht wirklich. Gut. Wenn sie so voll hässlich ist, auch wenn sie so 10% Persönlichkeit hat, das geht einfach nicht. Ja, schon klar geht das nicht. Keine Ahnung. Normal geht das nicht, deswegen, Charakter ist nicht alles. Aber, Charakter! Ja, Charakter macht. Bruder, das hier eine Wimper. Wünsch dir was. Ich habe einen Wunsch. Krank. Ja. Bruder, ich kann dir sagen, etwas, das mich direkt abtönt, wo ich nicht mehr kann. Basic White Girl Style. So Jeans. Nein, nicht mal das, aber weißt du. Air Force One. Für mich. Bruder, weißt du, was mich abtönt? Du kannst perfekt sein, wenn du Air Force Ones hast, die nicht aussehen, als, was, als ob du aus einem Bauernhof kommst. Ja. Geh weg. Geh weg. Give you a shot. Dip. Ihr könnt das nicht machen.
mach das mal so. Das geht einfach nicht. Lauf das ist lieber, einfach abhören. Lauf lieber ohne Schuhe rum. Wirklich so. Meine liebe Freunde. Also wenn das irgendwas von dieser Beschreibung auf zutrifft, in irgendeiner knackigen Art und Weise, nehmen wir DM, yo, Tibor, total, you know what the fuck we're talking about. Also, auch das gleiche bei mir, ihr wisst doch, man, ihr sucht doch meine Chaya, come on, ist das richtig so? Come over. Mach fertig. Come over. Yeah. War das richtig? Auf jeden Fall so. Das war's jetzt leider wieder mal mit dem Lounge Talk. Ich weiß, Leute, das ist immer euer schlechtester Moment vom Tag, wenn das Video fertig ist. Aber ihr müsst durchhalten, Leute. Get a part of the fam. Liked, kommentiert, abonniert und lasst. Was sollen sie da lassen? Habe ich ja schon eigentlich gesagt, alles. Lass ein bisschen Liebe da, Mann. Ich küsse euer Herz. Man sieht sich mittwochs.